Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Nach 4 aus dem Hause Fidelity gegen Super Constellation. Die Spracklin gegen David Kittinger. Der Super Constellation hat ja auch schon bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt. Hat ein paar schöne Partien gespielt, nicht so wirklich gut abgeschnitten, aber es ist was ganz anderes, ob man jetzt den Computer so macht, dass er ein schönes Schach spielt, oder ob man den so dreht, dass er quasi geeicht ist auf Computer. Das war ja beim Mach 4 quasi so. Da gab es mal so ein Turnier. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier spielen. Auf jeden Fall quasi eine Mannschaft aus menschlichen Spielern hat den direkten Mannschaftskampf quasi, nennen wir es mal so, gegen eine Schachcomputermannschaft gespielt. Und Mach 3 und Mach 4 haben verloren. Da meinte der auch, das wäre wohl so, dass diese Fidelity-Geräte wohl mehr dafür geeicht wären, gegen Computer zu spielen. Quasi dazu verdammt, bei der Weltmeisterschaft gut abzuschneiden. Sagen wir es mal so, ich mache das Fenster zu, das geht ja gar nicht. So, und weiter geht's. Die spanische Eröffnung, der Läufer hat sich eben gerettet. Jetzt fange ich schon an rumzunuscheln. So, ich finde aber, man sieht hier, diese 8-Bitter, die waren nicht immer chancenlos. Das ist eigentlich, wenn man die gut programmiert, so ein 8-Bitter, dann hat das schon durchaus seine Qualitäten. Hier B5 schlägt. Bitter hat genommen, der Bauer. Kann ich nicht viel zu sagen. B4 greift den Springer erstmal an, da muss ich erstmal erklären. Und deswegen kann auf B5 nicht reagiert werden, außerdem wäre es sowieso schlecht, weil da, ja, der Springer wäre sowieso weg. Springer C4. Die anderen Felder waren einfach, Springer B7 wäre keine Alternative gewesen. Damit auf C5 zwischengetauscht, C3 D6, der muss mit dem Läufer genommen werden. Und es zeigt sich auch später noch eine dieser typischen Fidelity-Schwächen. Obwohl eigentlich schlagen die ja selber eher mit dem Läufer rein von Fidelity. Das habe ich schon öfter gesehen, ihr Läufer schlägt. Man hätte vielleicht einfach geben können den Bauern mit G3, König D2 und dann mit Turm A1 irgendwie auf Angriff spielen. Aber die sind wohl mehr hier Fidelity. Ich habe immer gedacht, er wäre so ein Angriffsspieler. Eigentlich ist es in diesem Fall ja eher der Super Constellation, der eher den Angriff anstrebt. Dame E2 zieht aus der Linie raus. Jetzt kommt Läufer H2 schlägt Schach. Das können sich alle nicht verkneifen. Das muss mitgenommen werden. Ich wüsste auch nicht, wo hier jetzt der wahnsinnige Angriff wäre, damit er man wirklich hier noch G3 ziehen müsste. Dann kommt ja einfach Läufer H3. Jetzt zieht der Läufer ja weg. Da lässt sich nicht einfangen. Ja, König H1. Ja, was soll's. Was willst du machen? Jetzt G3 wäre wohl Läufer H3 einfach gefolgt. Außerdem ist die Diagonale auch viel zu schwach. Auch wenn auf B7 H1 noch nichts droht, es wäre zumindest trotzdem eine Schwäche. Turm A4 hat mich ein bisschen gewundert, warum dann nach A4 gezogen hat. Wird erstmal angetestet vom Läufer. Deswegen hatte mich das ein bisschen gewundert. Ich muss aber sowieso sagen, dass die Fidelities, die Elites zumindest, so rein strategisch nicht so die Granaten sind. Dann warten wir wieder ein bisschen hier, bis der Turm nach A2 zieht. Ich habe das schon 8-fach beschleunigt, aber dann dauert es trotzdem ein wenig. Das waren über 3 Stunden das Video. Trotz 8-fach habe ich dann muss ich es halt 8-fach beschleunigen. Ich möchte jetzt wirklich nicht 3 Stunden lang durchkommentieren. Und dann kommt Läufer E6, greift den Turm nochmal an. Turm A4 wieder. Ich frage mich, ob der Fidelity Remis gemacht hätte bei Läufer D7. Jetzt ist es nämlich der Super Constellation, der dem abweicht. Was wohl nach Läufer D7 gekommen wäre? Wieder Turm A2? Das sind immer so Stellungen, wenn ich gegen meine Schachcomputer spiele. Und hier entscheide ich mich dann, ob ich Remis machen will oder nicht. Und meistens, oder gegen MM5 ist das häufig so, in Blitzpartien. Wenn man, dann kann man schon ja, bequem die Züge wiederholen und hat dann Remis. Roma, auch ein bisschen anfällig. Der Roman hat ja auch letztens mal einen Sonnenschein. Da habe ich mal ein 2-Minuten-Blitz-Turnier gegen gespielt. Die habe ich so locker flockig gewonnen, die 3 Partien. Eigentlich wollte ich Best of 5 machen, aber dann war es 3:0. Da hat sich dreimal hat er sich matt setzen lassen. Ich habe noch nicht mal so wahnsinnig bewusst auf Angriff gespielt. Das entwickelte sich einfach so, dass er dann plötzlich matt war. Das war auch nicht so, dass ich irgendwie mit H4 und Springer G5 oder sowas jetzt bewusst darauf angelegt hatte. Ich habe einfach ganz normale Partie gespielt.
Den 3-Minuten-Wettkampf habe ich dann auch gewonnen, aber knapper mit 3,5 zu 2,5. Da ich wohl bei 2,5 die Hände zu sehr an den Schoß gelegt und habe erstmal 2 abgelost, bis ich mir gesagt habe, wir spielen mal wieder richtig und habe dann tatsächlich noch gewonnen. Demnächst irgendwann mal 5-Minuten-Blitzschach und wenn ich das auch gewinnen sollte, dann 7-Minuten-Blitzschach. Hier mal sieht Turm G5, der wäre geschlagen worden mit Läufer A5 schlägt. Dann zieht er wieder zurück. Ja, hier wird noch was abgetauscht. Läufer C4 greift Dame und Springer an. Läufer D3 deckt sich das ab. Dann Läufer schlägt B5. Dame E4. Ja, und hier entwickelt sich allmählich das Ganze in Wohlgefallen oder löst sich das Ganze in Wohlgefallen auf. Was ist eigentlich nach Läufer C6? Ach, macht er sogar. Es wird auf F2 genommen. Das konnte ich jetzt gar nicht so schnell sehen hier alles. Meine Güte. Turm C7 droht ja. Ach ja, Turm A1, das ist ja gepinnt. Deswegen wird er geschlagen. Ganz schon taktisch verwickelt das Ganze jetzt hier. Jetzt kam, glaube ich, Läufer D5 gleich. Der Bauer ist ja gepinnt, kann aber nicht gedeckt werden. Ich glaube, das ist schon Remis, diese Stellung. Gerade mit diesem G-Bauer. Ich hätte so als einen groben Plan, könnte ich mir vorstellen, hätte ich jetzt hier die Idee, die Bauern bis nach G3, H4 vorzutreiben und dann einfach H3 zu ziehen, dann hat man schon das tote Remis. Zumindest wenn die Türme weg wären, dann wäre es eigentlich schon tot Remis. Dann könnte man sowas machen, den G-Bauern blockieren, mit dem H-Bauern dann opfern, den G-Bauern auf die H-Linie ziehen, das wäre so mein Plan. Und durch den weißen Läufer, der die schwarze Ecke nicht kontrolliert, ist das dann tot Remis. Deswegen, mich wundert nur, wo er denn die Figur gegeben hat. Weil das kam später noch so, dass der Mach 4 den Läufer gegeben hat. Aber wir werden sehen. So, ich verabschiede mich dann schon mal. Wünsche viel Spaß beim Rest der Partie. Das wird jetzt ein bisschen noch durchgezogen bis Turm-Turm. Und irgendwann habe ich den Bildschirm angemacht, habe mir das angesehen, habe gesehen, Turm gegen Turm, das ist ja Quatsch, das noch weiterspielen zu lassen. Und habe es dann einfach Remis gewertet. So, ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen.